Herzlich willkommen zum Monatsinput Mai bei Paragraphen Sylvia. Mögen dir viele Lichter aufgehen. Und zwar möchte ich heute, alles neu macht der Mai und deswegen finde ich die Idee, die der Achim Engels und die Brigitte Burstede hatten, ganz zauberhaft und die möchte ich euch heute vorstellen für Beziehungen, die einfach runder laufen. Du weißt ja, ich bin die Scheidungsanwältin, deren Fokus auf einer guten Verbindung liegt, denn wer gut verbunden ist, kann sich auch gut trennen. Also, wie habe ich das vernommen? Ich habe so eine Art Podcast, ein Live bei Facebook gehört und habe es mir angehört und dachte sofort, oh, das kann ich in ein paar Tagen in mein Coaching einbauen, in mein Trennungscoaching. Sorry. Und ja, dann bin ich ja so, dann denke ich mir das und dann mache ich das auch. Das habe ich gestern gemacht und der Erfolg war so durchschlagend, dass ich euch das also unbedingt erzählen muss. Und zwar, Achim und Brigitte erleben ihren zweiten Frühling. Das heißt, sie sind zum zweiten Mal verheiratet und haben das ganze Ü50 geplant und möchten natürlich, dass das ein Erfolg wird diesmal. Und deswegen haben sie sich überlegt, dass sie sich von Anfang an richtig öffnen einander. Und wenn das manchmal Auge in Auge so nicht geht, dann geht es ja vielleicht besser schriftlich. Und deswegen haben sie das gute alte Tagebuch in ein Gemeinschaftsdokument verwandelt und haben immer, wenn sie sich gesehen haben, hinterher da drin dokumentiert. Aber ich würde Sie gerne dazu noch ein bisschen näher befragen. Deswegen, vielleicht ist das hier erst der Anfang von noch etwas mehr. Ich konnte aber nicht abwarten mit dem Umsetzen und habe das gestern in ein Trennungscoaching schon von Eltern schon eingebaut und habe Ihnen vorgeschlagen, ach, da antwortet der Achim gerade schon. Super, aber jetzt drehe ich erstmal weiter. Und habe Ihnen vorgeschlagen, also immer wenn Sie die Kinder übergeben haben oder zurückgeben, dass Sie die Dinge, die Ihnen gut gefallen haben, niederschreiben und austauschen und auch Ihre Gefühle vielleicht, bevor sie platzen oder bevor Sie die, was weiß ich, wie lange im Kopf rumdrehen, wo Sie immer weiter schlechtere Energien in Zellen verursachen, dass sie dann niederschreiben und austauschen und bewertungsfrei einfach so. Man muss es ja gar nicht kommentieren, sondern man kann es ja einfach so, dass es gesagt ist. Weil, also ich weiß es, ich bin Frau und Frauen haben das öfter mal. Die wollen gar keine Lösung, Männer wollen immer lösen. Also es ist ein Vorurteil, aber ist so mein Erleben. Die wollen einfach nur erzählen. Und die finden dann schon die Lösung und verarbeiten das dann schon. Und also ich fand die Idee zauberhaft und die beiden sind voll drauf abgefallen und haben gesagt, das ist ja eine Mega-Idee, das machen wir. So. Und kaum habe ich was Gutes gehört, schon setze ich das um und bringe das in die Welt. Und jetzt wollen wir mal hören, was der Achim erzählt, ob die bereit sind zum Interview. Ich verabschiede mich erstmal. Vielleicht kommt noch ein Schnitt hinterher und ich erzähle euch noch mehr dazu. Wer weiß, ich kann das ja jetzt schon. Und ansonsten war es das erstmal für den Mai und ich freue mich, wenn du umsetzt. Ich drück dich. Take 2. Ich habe jetzt gerade die Antwort von Achim und Brigitte angehört. So süß. Also es wird ein Interview von den beiden geben und diese Geschichte, diese positive Beziehungsgeschichte wird weitere Wellen schlagen. Da freue ich mich sehr, wenn ich da auch dazu beitragen kann. Und ich habe jetzt Bilder im Kopf, weil die beiden leben im Wohnmobil. Und wenn er dann so das Mikrofon oder das Handy weitergibt an sie, dann stelle ich mir natürlich irgendwie vor, wie die da jetzt sitzen oder wie die im Bettchen liegen oder ich finde das voll cool. Also nächstes Mal mit den beiden mit Bild, vielleicht auch aus der Natur. Schauen wir mal. Ich freue mich. Vielleicht abonnierst du einfach mal endlich meinen YouTube-Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Dann wirst du die weitere Entwicklung mitkriegen. Guck auch mal auf meinem Linktree, was ich sonst noch so alles immer loslasse.
Mach's gut, ich wünsche dir einen wundervollen Mai und wir bleiben in Verbindung, denn ich bin die Scheidungsanwältin, die auf Verbindung steht. Tschüss. Ach, und das mit dem Verbinden der verschiedenen Aktivitäten, das lerne ich auch noch. Und zwar möchte ich dir noch erzählen, ich war ja auf der Buchmesse in Leipzig und das war absolut grandios mit der Organisatorin Sabina Kocher-Hans. Wenn du das Seelenbuch, wo ich da beteiligt war und wo ich meine Botschaft vor über 100 Leuten in der Glaskuppel in Leipzig präsentieren durfte. Wenn du das noch kaufen möchtest, das verlinke ich dir unten, wenn du da mal reinschauen möchtest. Und am kommenden Wochenende findest du mich in Köln beim Me2We-Kongress. Das verlinke ich dir auch noch, damit du weißt, wo du mich vielleicht treffen kannst. Kann ja sein, dass dich das interessiert, mal in echt. Ich wünsche dir jetzt aber einen wunderbaren Tag. Nochmal.